Tanz 1 ist natürlich unser erster Abend und es ist 3 Stücke, 2 verschiedene Choreografen. Erstes Stück ist von einem Österreicher, Georg Reichel, und sein Stück heißt Zeitgeister. Ich habe seine Arbeit schon vor 2 Jahren gesehen und als ich die Angebot gehabt habe, hierher zu kommen, habe ich gedacht, ich muss Georg Reichel haben, weil es ist so spannend und so speziell, was er macht. Der zweite ist ein Pas de Deux von Patrick Delcor, der zweite Choreograf, Philip Glass, mit einem wunderschönen Poem von Allen Ginsberg. White fog lifting and falling on mountain brow, trees moving in rivers of wind, O self, visitation, tell not but what seen by one man in the Vale and Albion, of the folk whose physical sciences end in ecology, the wisdom of earthly relations. Der dritte Stück ist auch von Patrick Delcor. Es ist ein Misch von verschiedenen Musik, hauptsächlich Max Richter und Alvar Noto. Der Patrick Delcor habe ich in Basel kennengelernt in meiner Arbeit da mit Richard Werlock und habe gedacht, es ist wirklich ganz toll, was er macht. Tanz Luzerner Theater, das sind wir. Es ist unglaublich toll, so ein Angebot zu kriegen und ein Neuanfang. Es ist natürlich auch stressig. Das Spezielle an diesem Ensemble, ich sag mal mein Ensemble, ist, die sind alle sehr, sehr gut ausgebildet. Erstmals klassisch, aber die haben auch eine sehr, sehr gute zeitgenössische Technik. Die sind sehr offen, als Menschen, als Tänzer. Und die nehmen alles an.